So, machen wir weiter mit unserer Seife. Und dafür, wir gießen jetzt nicht Seife komplett selbst, weil das ja aufwendig und auch nicht ungefährlich ist, wenn man da Natronlauge verwenden muss. Wir nehmen einfach sozusagen als Grundstoff, als Basis Kernseife. Die kriegt ihr bei DM zum Beispiel. Und die verfeinern wir sozusagen einfach nach unserem Geschmack. Genau, also wir nehmen einmal die Kernseife. Dann brauchen wir ein bisschen warmes Wasser, ein bisschen Olivenöl. Das müsst ihr, das haben die meisten ja auch eigentlich zu Hause. Olivenöl ist besonders pflegend für die Haut. Seife, wenn man jetzt viel mit Seife momentan auch die Hände wäscht, dann werden die ja manchmal sehr trocken. Das heißt, wenn wir ein bisschen Olivenöl mit reinmachen, dann pflegt das Ganze ein bisschen. Und als Geruch nehmen wir diesmal Lavendelöl. Und wir haben auch hier noch ein bisschen selbst gesammelte Lavendel, Blüten getrocknet. Genau, ihr könnt aber auch gerne ein anderes ätherisches Öl nehmen, Orange oder was es da so alles gibt. Genau, oder auch andere Blütenblätter, wie ihr das gerne möchtet. Als erstes müssen wir unsere Kernseife, also unsere Grundseife, unsere Basis, die wollen wir ja später noch mit anderen Sachen vermischen. Das heißt, wir müssen die erstmal so, wenn die jetzt so fest ist hier, geht das ja schwierig. Deswegen müssen wir das Ganze erstmal raspeln. Dafür könnt ihr einfach hier so eine normale Käseraspel nehmen. Und das Ganze wird dann mit warmem Wasser vermischt. Also erstmal, ja, reiben. Wir sind fertig mit dem Raspeln. So sieht das Ganze jetzt aus. Sieht ziemlich aus wie Käse, sollte aber lieber nicht gegessen werden. Das schmeckt nicht so gut. Das sind jetzt ungefähr 100 Gramm Seife. Ihr könnt natürlich auch mehr oder weniger benutzen, je nachdem, wie viel Seife ihr dann machen wollt. Das Ganze müssen wir jetzt mit ein bisschen warmem Wasser vermengen und verkneten. Ja, ihr müsst ein bisschen ausprobieren, wie viel ihr braucht, ne? Je nachdem auch, wie viel Seife ihr jetzt genommen habt. Gebt am besten einfach mal so nach und nach ein bisschen was dazu und schaut dann, wie die Konsistenz wird. Na, ich habe jetzt hier, glaube ich, gerade schon ein bisschen zu viel genommen. Das macht herrliche Geräusche. Ja, ihr seht, ich habe jetzt hier ein bisschen zu viel Wasser. Das gieße ich hier einfach gerade mal wieder zurück in unser Glas. Natürlich ein bisschen Seife dadurch verloren. So. Jetzt ist die Seife, wie ihr seht, ein bisschen weicher, sodass wir das Ganze jetzt noch weiter verfeinern können. Als nächstes kommt unser Olivenöl dazu. So einen knappen Esslöffel voll. Wie gesagt, wenn ihr jetzt mehr Seife benutzt, dann natürlich etwas mehr. So ungefähr. Und dann nehmen wir noch unser ätherisches Öl. Und davon kommen jetzt auch so ungefähr 10 Tropfen rein. So, oh, ich glaube, das reicht schon. Es riecht auf jeden Fall schon. Wenn ihr die Kernseife kauft, dann achtet darauf, dass das wirklich Naturkernseife ist, dass die nicht schon irgendwie vorparfümiert ist. Genau, damit ihr da jetzt keinen anderen Geruch mehr drin habt. Und ja, jetzt machen wir einfach hier noch so ein paar von unseren Blüten mit rein. Und das Ganze müssen wir jetzt auch wieder miteinander verkneten. Ist gar nicht so einfach, weil das
ziemlich flutschig ist. Wie man das so kennt von Seife. Der letzte Schritt in unserer Seifenproduktion. Wir haben jetzt hier unsere Seifenmasse und das, so wollen wir das jetzt natürlich nicht benutzen. Das Ganze müssen wir jetzt noch irgendwie in Form bringen. Und da könnt ihr kreativ werden. Ihr könnt es entweder in so eine eingefettete Kastenform packen und dann, wenn das ein bisschen ausgetrocknet ist, dann in Scheiben schneiden. Ihr könnt es auch einfach mit der Hand zu irgendwelchen Formen formen. Oder genau, ihr nehmt jetzt wie wir hier wieder so eine Silikonform, wie wir das auch für das Shampoo gemacht haben. Die braucht ihr aber nicht. Also ihr könnt, wie gesagt, auch eine andere Form nehmen. Da packt dann am besten auch einfach ein bisschen Olivenöl rein. Also wenn ihr jetzt so eine Kuchenform nehmt, damit ihr die Seife dann da auch wieder rausbekommt. Das drücken wir jetzt hier einfach so ein bisschen rein, ein bisschen festdrücken und das Ganze muss dann eine ganze Weile fest werden und aushärten. Ja, so ein paar Tage, am besten irgendwie eine Woche oder so, und erst dann kann man das Ganze auch benutzen. Wenn ihr das in einem Stück jetzt erstmal formt, dann lasst ihr das auch ein paar Tage aushärten. Dann schneidet ihr es auf und dann lasst ihr es noch mal ein paar Tage liegen. Wir sind fertig. Hier seht ihr einmal unser Ergebnis. Wir haben hier unten die Seife, die jetzt in ihrer Form noch eine ganze Weile aushärten muss. Und dann hier oben unser Shampoo, das habt ihr ja vorhin schon gesehen. Auch das muss jetzt noch mal bis morgen hier drin bleiben und fest werden. Ja, und dann seid ihr gut ausgestattet damit in eurem Badezimmer. Haare waschen, Hände waschen, alles was man braucht, könnt ihr damit machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht probiert ihr mal zu Hause ein bisschen rum. Wie gesagt, seid vorsichtig mit dem Tensid, ansonsten kann da nichts schief gehen. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bleibt gesund.